Das war jetzt definitiv mein Fehler. Ja, sicher. Ja, natürlich. Was ist das für eine Physik hier? Ich dreh durch, was soll das? Boah. Aber egal, wir haben jetzt einen roten Edelstein. Jetzt können wir ans Levelende gehen. Aku nehmen wir mit. Die vielen Wumpas können wir auch mitnehmen, kein Problem. Perfekt, also dann haben wir jetzt den roten Edelstein auch. Damit dürften wir in diesem Warp-Raum, also in diesem, auf dieser Plattform sollten wir jetzt alles haben. Also Turtlewoods haben wir alles. Snowgo haben wir alles, Hang 8, The Pits, Crash Dash. Ja, also. Hoch. Dann können wir Snowbiz nochmal machen. Da sollten wir nochmal alle Kisten sammeln, wo es nur geht. Okay. Da müssen wir jetzt halt noch eine Menge Kisten holen. Und vielleicht gibt es hier auch noch so, ja, es gibt sich dann auch noch so eine Nitro, die aufspringt.
Okay, da haben wir jetzt alles soweit. Da gibt's nichts mehr. Oh Mann, ey. Da oben noch was? Nee. Scheint nicht so zu sein. Oh Mann, ey. Also gleich wieder von vorn. Huh, interessant. Letztes Mal? Was ist mit dieser Physik los, ey? Ja, ich hab die... Das Leben hätte ich noch holen können, wenn ich es hätte wirklich wollen. Aber wie wär's mit nein? So, braucht nicht mehr länger. Die auch nicht. Ja, sicher. Am Arsch. Jetzt schon mehr Kisten als beim letzten Mal. Also alles gut soweit. Eieiei. So, dann wieder zurück zum Anfang oder so. Okay, da war ich schon. Sehr gut. Da musste ich also nichts weiteres mehr machen. Ui. So, Checkpoint, da müssen wir jetzt das nichts mehr sammeln.
So, weitere 18 Kisten müssen noch geholt werden in diesem Bonus-Level. Ah! Immer dasselbe, ich dreh durch. Diese Physik. Leck mich. Also irgendwas klappt da echt nicht, wie soll. Ich check's nicht. Das soll doch eigentlich einfach sein. Ich hab das auch schon geschafft. Alter! Alter! Was zum Fick, was soll das? Okay, weiter. Uiuiui. Aber geschafft. Jetzt hoffen wir mal, es waren alle, uns fehlen noch 15 Kisten. Das werden wir gleich sehen. Okay, fehlen noch zwei. Eine. Und die ist da vorne. Super. Ah! Scheiß Pinguine. Aber wir haben alle Kisten jetzt. Sehr gut. Okay, perfekt. Dann können wir gleich zu Aircrash gehen. Jetzt können wir das Level regulär machen. So, jetzt muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Jetzt kann ich ganz einfach normal hier die Kisten holen. Ohne Zeitdruck. Was mache ich da? Ah. Eieiei. Der ist hier auch so breit. Der ist auch so breit wie ein Tanklaster.
Ja, das Feingefühl, das fehlt mir hier. Das geht auch so. Dann warten wir ab, machen das ganz sicher hier. Perfekt. Aha, da wäre eine Pulsplattform gewesen. Also, nochmal von vorn. Eine Toastplattform lässt sich nur erreichen, wenn man bis dahin kein Leben verliert. Die gibt's das erste Mal in Crash 2. Weil in Crash 1 war es ja sowieso so, dass man kein Leben verlieren durfte, wenn man den Edelstein holen wollte. In jedem Level. Und jetzt in Crash 2 hat man es halt ein bisschen vereinfacht. Man hat einfach nur diese Todesplattform. Und die führen uns natürlich genauso wie die Edelsteine zu einem anderen Teil des Levels. Wo man mehr Kisten holen kann. Manchmal sind die Teile auch zur Komplettierung aller Kisten notwendig, manchmal führen sie nur zu einem versteckten Edelstein, ist von Level zu Level verschieden. Ich krieg's nicht genug genau hin. Ist halt einfach so. Die Präzision fehlt mir halt einfach hier. Leben, die man in der Bonusrunde verliert, die zählen nicht, logischerweise. Falls man da fragt. Das zählt nur für das reguläre Level. So. Da ist die Toastplattform. So, wenn man sie einmal bestiegen hat, dann kann man sie immer wieder besteigen. Außer man verliert das Leben gleich wieder. Okay. Ja, ich und Präzision. Das, also hier mit den Nitros, das geht da gar nicht irgendwie. Ich habe da einfach null Präzision. Okay, da gibt's nur einen Edelstein zu holen. Das heißt, ich kann mich umbringen jetzt.
Ja, jetzt muss ich nicht mehr auf die Plattform. So.